Das Kuratorium Sicheres Österreich verlieh heute Nachmittag im Vorarlberger Medienhaus den KSÖ-Sicherheitspreis 2008 an drei Frauen und zwei Männer, die durch besonnene und umsichtige Mitarbeit an der Aufklärung und Verhinderung von Straftaten mitgewirkt haben. Ja, Sie haben heute hier den KSÖ-Sicherheitspreis verliehen bekommen für eine bemerkenswerte Tat. Was ist das für ein Gefühl, eine solche Auszeichnung zu bekommen? Ja, als erstes war er überrascht, weil das ist doch von einem Jahr. Und das freut mich natürlich. Es ist natürlich ein ganz besonderes, gutes Gefühl, die Auszeichnung zum Krieger. Ich hätte es niemals gedacht und ich freue mich ganz besonders drüber. Ja, es ist ein ganz ein tolles Gefühl, weil man sich einfach bestätigt sieht und weil man ja, merkt, dass man eigentlich was Vernünftiges, was Gutes getan hat, im Speziellen, weil das eben wirklich sehr gut ausgegangen ist. Können Sie kurz beschreiben, für welche Tat Sie diese Auszeichnung bekommen haben? Ja, das war ein versuchter Warnungseinbruch. Ich habe das immer wieder das beobachtet, bis ich gemerkt habe, dass er zum Haus hergeht und an der Wand dort steht. Und da ist mir das alles so verdächtig vorgekommen, oder? Und ich bin da eben im Dunkeln über die Wiese und mit der Taschenlampe auch in der Hand und komme dort ums Eck und sehe vor mir, wie der Mann, wie ein Aff, mehr oder weniger an dem Fenster droben erpickt ist. Und der hat nicht lang gezögert und ist auf und davon. Und ich habe Polizei gerufen. Und also in Waldblut, ich arbeite in Waldblut und dort sind mir vier Personen aufgefallen, die in die Sauna wollten. Und es wurde dann an die Polizei weitergeleitet und hat sich dann herausgestellt, dass es eben eine Einbrecherbande ist, die schon lange die man schon lange sucht eigentlich. Ja, ich bin im Oktober, ja, es war im Oktober vorigen Jahres, in Rankweil geschäftlich und bin in der Früh Richtung Wien nach Hause gefahren, über München, und habe in der Früh nebenbei mitbekommen, ohne dass ich es wusste, dass ein Banküberfall in Feldkirch stattgefunden hatte. Und wie ich dann in Deutschland unterwegs war, habe ich auf Antenne Bayern eben die Nachricht gehört, dass der Täter flüchtig ist, Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer, und die Beschreibung des Autos und dem Autokennzeichen. Und nach 10 Minuten weiterer Fahrt sah ich dann das Auto von mir, habe dann auch interessanterweise auch auf die Nummer geachtet, was man normal nicht so leicht macht, und habe dann eben die Nummer entdeckt und ja, das zuerst einmal selbst verarbeiten müssen, wenn man es in dem Moment nicht glauben kann, und dann über den Notruf eben die Polizei informiert. Würden Sie sich wünschen, dass mehr Menschen diese Zivilcourage in sich tragen würden? Wäre nicht schlecht, weil viele schauen, glaube ich, sicher zu oft weg und denken sich, ja, wird schon nichts sein. So. Ja, das wäre recht also. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich wäre auch sehr froh, wenn ich in der Lage wäre und das jemand für mich machen würde.